bitches. Na, Dudes, alles easy bei euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Magicide. Yeehaw! Yay! Ja, ich habe mich natürlich mal wieder dazu aufgezwungen, Magicide aufzunehmen. Ich habe jetzt irgendwie wieder richtig Bock darauf und jetzt legen wir auch schon los. Ich habe alles schon eingestellt, sodass hier keine Zeit verloren geht. Ja, epic. Ich muss eben kurz so gucken, wie das hier wieder geht. Hier, nee, da. Genau, da. So. So. Aua. Aua. Ey, das war jetzt nicht sehr nett. Ich hab jetzt schon über die Hälfte verloren. So ein Dreck. Es ist wirklich nicht sehr nett. So. Eins, zwei, drei. So, dann machen wir uns schon mal eine Spitzhacke. Eins, zwei. Voll vergeigt. Egal. Geht ja auch so, von daher. Eins, zwei. So, und dann haben wir es jetzt. Genau, so soll das sein. Dann sammeln wir hier jetzt mal eben kurz die Steine auf. Ach ja, und falls ihr nicht wisst, was Magicide ist, das ist ein Indie-Game, was auch schon ungespielt und Zombie-Let's Played haben. Da geht es darum, halt einfach bis zur Ebene 30 vorzudringen und den Boss am Ende zu erlegen, wie das in meinem Spiel ja auch der Normalfall ist. Wow, kurzer Lag. Tut mir leid. Ich weiß nicht, woher die herkommen. Ich habe keine Ahnung, also beschuldigt mich nicht. So. Ach ja, und hier diese Flecken hier, ne? Das bedeutet Gold und das bedeutet Diamant. Ah, voll vergeigt. So, 1, 2. Und daraus mache ich jetzt wieder eine Pickaxe. 1, 2. Nee, falsch. So ist das richtig. Das kann ich dann wegschmeißen. Und jetzt kann ich damit Eisen einsammeln. Mit dieser Spitzhacke kann ich Eisen einsammeln. Yay! Und ich habe schon wieder ein Level. So. Zack, zack. Eins. Oh Gott! So. Nice. Sehr nett. Ich habe dieses Spiel vor ein paar Monaten wirklich total gesuchtet. Ich habe dieses Game geliebt. Und jetzt ist es halt einfach im Normalfall. Also das heißt, ich habe wirklich regelmäßig früher Magicide aufgenommen und das dann halt auch hochgeladen. Aber heute ist das halt einfach hin und wieder mal. Muss ja nicht immer sein. Davon geht auch der Spielspaß kaputt. Oh Gott. Na komm. Nur ein kleines Getränk. Wie schlecht. Ah. So. Ja. Jetzt muss ich wirklich anfangen aufzupassen. Gut, gehen wir mal hier rein. Was gibt's hier? Nichts Besonderes? Okay. So. Und daraus machen wir uns jetzt noch eine Eisenpickaxe. Also eine Eisenpickaxe. Hat ungefähr den gleichen Crafting-Stil so wie bei Minecraft. Nur hier ist das alles ganz anders.
So, und dann machen wir uns hier mal Steinausrüstung. Yay. So. Das will ich haben. Das will ich gerne haben. Oh, hier, die Gold Pickaxe. Die würde ich auch gerne haben. Kann ich aber nicht, weil ich nicht genügend Geld dafür habe. Komm, verkaufen wir mal die Sachen hier. Das wollte ich eigentlich verkaufen, aber gut. Ich meine, wenn du das so meinst. Yummy, lecker. Nicht gebratenes Fleisch, lecker. Ich nehme mal das rote. Ja, das... Wie das gerade einfach geleckt hat. Kleiner Schlawinski, du. Du alter Schlawinski. So. Zack. Warte mal, Knochen, ne? Knochen hatten wir vorher nicht. Boah. Mann. Moment mal. Das ist auf einmal das Handy losgegangen, beziehungsweise unser Telefon. Scheiße. Und ich habe mich voll erschrocken. Und jetzt habe ich gerade nebenbei auch noch gespuckt. Sehr geil. Super. Boah, wie ich mich erschrocken habe. Alter Schwede. Ich habe mal einen Herzinfarkt bekommen. Ach du Kacke. Nein, 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 nein. Oh Gott. Jetzt habe ich das überlebt. So. Zack. Yay. Zack, zack. 4 von denen. Oh, jetzt bekomme ich auch nur einen großen davon. Was ist das denn? So. Machen wir den mal weg. Und dann braten wir einfach mal ein bisschen. Kann ja mal nicht schaden. Gerade deswegen, weil beim gekochten Schinken oder Hähnchenkeule ist es halt so, dass man dann halt auch einen dem dazu bekommt. Ist aber nicht immer so, nur manchmal. Ist aber eigentlich ganz chillig. Ist eigentlich total cool. So. Und daraus mache ich jetzt ein Steinschwert. Genau. So. Einfach damit ich dann mehr Schaden machen kann. Gewehr. So, gib her das Stein. Will ich den dann verkaufen. Damit ich noch mehr Kohle machen kann. Und mit mehr Kohle kann ich halt auch bessere Sachen leisten. Ganz easy. Ist wie im realen Leben auch so. Oh, da ist eine Truhe. Das heißt, da könnte was Gutes drin sein. Oder auch nur totaler Crap. Ja, Crap. Da war nur Crap drin. So ein Dreck. Das war jetzt aber echt mies gelaufen. Boah, ich weiß nicht, was meinem Headset los ist. Das Mikro, das ist total kacke. Das Mikro, das ist total kacke. So. Eins, zwei, eins, zwei, so. Ein Goldohr kann ich machen. Okay. Dann verkaufe ich jetzt auch mal was. Ist das okay für euch? Natürlich ist das für euch okay. Verkaufe ich nun das? Das wollte ich eigentlich verkaufen, aber gut. Wenn du meinst, dass das so richtig wäre, dann verkaufe ich auch. Das ist total abwehr. Was nun? Mache ich mir mal ein Eisen.
So, das verkaufe ich dann auch. Bekomme dann zwar nur 2 Gold, aber dann kann ich mir halt 1 aus Eisen machen. Nee, das war falsch. Hier muss das rein, genau. So. So muss das sein. Und dann gehen wir auch schon mal direkt weiter. Na komm. Das erste Wildschwein. Easy umgeklatscht. So. Zack, zack. Wow. 2 Schläge und das ist down. Teil. Yay. Boah. Diese kurzen Lags, ne, die bringen mich irgendwann noch um. So. Noch mehr Erfahrung sammeln. Yay. So, ich schlachte hier alles auf einmal. Muss ja mal sein. So. Zack. Einmal, zweimal. So, oh yeah. Das würde ich noch nicht erschlagen. Weil das ist eine Bienenwabe. Und da kommen dann halt 5 Bienen auf einmal oder so raus. Und das würde ich bei so einem niedrigen Level halt einfach noch nicht machen. Ist einfach so. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Manche können es nämlich nicht verstehen, dass ich einfach auch nochmal leben will. Critical Hit 40, geil. Da habe ich den einfach mal geowned. Und jetzt habe ich gerade ein Schweinchen geowned. Ah, wie schade. Sehr uncool. Aua. So. 1, 2. 1, 2. So. Das mache ich nochmal. Keine Ahnung, was das ist. Tut mir leid, ich habe keine Ahnung, was das ist. Das verkaufen wir. Das verkaufen wir. Das verkaufen wir. Und einen von den Steinen verkaufen wir. Damit halt auch alles passt. Ne? So. Dann braten wir einfach mal wieder. La 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 la. Hey. Ich will was futtern. 1, 2. Und einen davon. Ja, hat sich wirklich gut gelohnt. Na komm. 3 von den großen Tränken und einen von den kleinen. Ja. Nee, eher weniger. Aber hey, ich mache mir jetzt ein Eisenschwert. Kann man sich ja mal gönnen, ne? So, 1, 2, 3. So, und dann verkaufe ich das Steinschwert. Hilly, 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 hilly. Easy peasy, easy. Na, normalerweise könnte ich mir das hier schon gönnen. Aber ich werde es mir nicht kaufen. Weil immer wenn ich mir was kaufe, bekomme ich es in der nächsten Ebene halt einfach immer wieder geschenkt. Ist bei mir wirklich immer so. Keine Ahnung warum. Das ist dieses Luck-Skill. Also dieses Luck-Pech, sage ich jetzt mal. War halt kurz gesagt dieses Glück-Pech. Keine Ahnung, wie ich das nennen soll. So. Eins, zwei. Mich bekommst du hier nicht weg. Nein, nein, wirst du nicht.
Critical Hit. Yo, wahrscheinlich. Ah! Ich wurde getroffen. Oh, ich werde sterben. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Locker easy durch. So. Genau, so muss das sein. So muss das einfach laufen. Einfach ganz glatt durch. Wenn das mal jedes Mal so sein könnte. Ach du Kacke. Aua. 3 von denen. What the hell? 3 von denen. Ja, geil. Kann ich mich ja auch direkt ins Verderben stürzen. Aua. Aua. Na gut, trinke ich mal einen von denen. Ich meine, wir haben ja noch ein paar, oder? Ja, wir haben noch ein paar. So. Im First Hit. Ich hab den One-Hitted. Yay. So. Schlachten wir das mal eben kurz. Ich nehme wirklich immer wieder alles mit. Keine Ahnung warum. Ich mache das einfach nur total gerne. Einfach alles mitnehmen. Oh. Da ist das jetzt so, denn ich habe nämlich keine Kampfaxt. Denn in der roten Ebene ist das halt so, dass da viele Sachen vorkommen. Und ja. Das werde ich mir auf jeden Fall kaufen. Das. Und dann jetzt mal gucken, was ich verkaufe. Das verkaufe ich. Da mache ich dann halt noch was hiervon. Eins verkaufe ich. Wie immer. Zack. Das verkaufe ich. Das verkaufe ich nicht. Das wollte ich verkaufen, genau. So. So, so. Oh, wieder ein bisschen Lagerfeuerchen machen. Yay. Das kaufe ich dann mal. Da kann ich jetzt wirklich auch noch nichts machen. 1, 2, so. Zack, zack. Geil. Ich bekomme immer nur diese kleinen Tränkchen. Finde ich voll kacke. Das finde ich echt kacke von euch. So. 1, 2, 1, 2. 1, 2. So. Genau. Und jetzt kann ich damit Diamanten farmen. So easy ist das. Zack, 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 zack. So. Aber die sind auch wirklich gefährlich. Mit etwas Glück kann die mich one-hitten. Wie gesagt, einfach nur total viele von denen. Und dass ich jetzt gerade keine Kampfaxt dafür habe, macht es auch nicht besser. Na gut. Ich meine, diese kleine Abschwächung, die macht das jetzt auch nicht besser. Ich habe nur noch voll wenig Leben. Ach du Kacke, ach du Kacke, ach du Kacke, ach du Kacke. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. So, so. Mein Gott. Ich habe einen Jelly Blade. Alter Schwede, Mann. Musste das jetzt sein? Müsst ihr mich so erschrecken? Alter Schwede. Das muss doch echt nicht sein, oder? Total unnötig. Mich so zu erschrecken. Mann, 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 Mann. So.
Zack, machen wir das mal einfach so. Zack. Zack. Huh. Hier muss man wirklich sehr gut in Bewegung bleiben. Sonst kann es nämlich schnell sein, dass man hier tot ist. Oh Gott. So wie ich fast. So. Mann. Oh. Hoi, hoi, hoi. Was für eine Brigade, ey. Das war eine echt schwierige Geburt gerade. Oh nein. Ich werde jetzt auf jeden Fall drauf gehen, weil das sind die schlimmsten Stagen bzw. Dungeon, die vorkommen können. Ohne Spaß jetzt. Das sind wirklich die schlimmsten Stagen, die vorkommen können. Bei mir steht es wirklich nicht hochgeschrieben, dass ich hier überleben werde. Boah, scheiße, ey. Kacke. Aber gut. Auf in das Gefecht. Auf in die letzte Schlacht. Ah. Erstmal Schwert verkaufen. So, und jetzt auf. Auf in das letzte Gefecht. Die darf man auf keinen Fall kaputt machen. Wenn man drei von denen kaputt macht, ist man wirklich am Arsch. Ohne Spaß jetzt. Ausgerichtet, jetzt bekomme ich die Kampfaxt. Was zum Teufel? War ja so klar. Das ist wirklich irgendwie so klar. Ich kenne ja mein Glück. Ne? Dick und fett unterstrichen Glück. So, hier habe ich nochmal Glück gehabt, dass das keine falsche Chest war. Das könnte aber eine sein, auch nicht. Die bringen mir aber jetzt auch, die bringen mir jetzt aber genauso wenig die Sachen, weil ich die sowieso nicht benutzen werde, weil ich damit einfach nicht umgehen kann. Ganz einfach. Ich kann mit den Sachen einfach nicht umgehen. So, Glück gehabt. Ah, nein. Den letzten Trank, den werde ich mir jetzt genehmigen. Und jetzt heißt es nur noch gut Glück. No. Oh, 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 hoi, 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 war das knapp. Das war echt knapp. Scheiße, war das knapp. Und wie gesagt, die Eier nicht kaputt machen. Ah. Oh. Wir haben es doch noch geschafft. Mann, mein Gott. Das war echt eine schwierige Geburt. Das war echt mies krank. Boah. Ich hatte einen halben Herzinfarkt, ohne Spaß jetzt. Die verkaufen wir. Das verkaufen wir. Das verkaufen wir. Das verkaufen wir, brauchen wir sowieso nicht. Und ja, das war's dann auch mit dem Verkaufen. Jetzt gehen wir weiter. Dum 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 dum. Oh, nee. Einer der schlimmsten Kreaturen, die hier vorkommen können. Meine Fresse. Oh, ich hab Hunger. Okay, dann esse ich mal was.
Juhu! Die Wildschweine, die kann ich mittlerweile one-hitten. Cool, cool. Cooler Kevin ist das. Ein fresher Kevin. So, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hurtig! Aua. Nein! Ah, ich verlässt mich jetzt aber auch bei einem, ey. Finde ich voll kacke. Finde ich kacke. Ah. Zack. 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 Huh. So, wieder ein Herb. Geil. Und jetzt haben wir die Kampfaxt und jetzt können wir richtig bashen. Wir können wirklich richtig hammerhart bashen. Das verkaufen wir. Die verkaufen wir, Knochen brauchen wir nicht. So. Und jetzt haben wir genau 1400. Ja, okay, hier brauche ich sowieso nichts machen. So. Oh. Schöne Begrüßung. Falscher Knopf. Take that. Juhu. Ihr seht schon, warum ich das haben wollte, ne? Einfach, weil ich damit eine größere Range habe. Um die Leute hier zu besiegen. Zack, so. Jelly Sword. Brocade Train. So, Gold. Können wir mal mitnehmen. Oh, habe ich gar nicht gesehen. Ein, zwei, zack. So. Take that. Yeeha. Yay. So. Wie gesagt, es ist wirklich schon einfacher, sowas zu besitzen. Also die Kampfaxt. Aua. Mein Gott, wie ich die Teile hier fast nie sehe. Das ist eine echte Meisterleistung von mir. Na komm, so. Ein Herb. Eins, zwei. Ganz schön knapp. Na komm, den will ich noch killen. Auch wenn ich dafür nichts Besonderes bekommen habe. Oh. Und weiter geht's mit der Hölle. Jetzt kann ich mir ein Diamond-Tor machen. Yay! Eins, zwei, yay. So, zack, zack. Nein. Pam, pam. Bei dem Jelly Blade ist das so, wir verlieren plus 3 HP, bekommen aber plus 100 Attacke. Plus 100. Mein Gott. Aber mit den Sachen kann ich sowieso nichts anfangen.
Von daher verkaufen wir das. Verkaufen wir das. Das. Wie gesagt, verkaufen. 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 Und das da oben verkaufen wir auch noch. So. Oh mein Gott, das wird wieder ein richtig langes Video. Ach ja. Voll vergessen. Wir können aus denen hier wieder einen großen Trank machen. Zack, zack. Mich bekommt ihr nicht so leicht. So, jetzt warten wir eben kurz, bis wieder die Axt aufgeladen ist. Kann was dauern. So, wie geht's euch, Leute? Ach so, die ist schon wieder voll. So. Und da bekommen wir schon wieder so eine Jellybean-Axt. Die sowieso nicht gebrauchen werde. Und ich bin tot! Nein! Wie nice! Scheiße! Wie mies! Gut. Ich will das Video jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Falls es euch trotzdem gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch da lassen. Wenn nicht, dann nicht. Konstruktive Kritik könnt ihr auch gerne da lassen, damit ich weiß, was ihr feiert und was ihr weniger feiert. Und falls ihr neu hier seid und euch mein Kanal gefällt, könnt ihr auch gerne abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bis dann, haut rein und ciao. Keep on waking without the woman next to me. Guilt is burning inside, I'm hurting. This ain't a feeling I can keep. So blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me.